Jutschi, Leute, willkommen zu meinem Let's Plays über Paper Mario. Nun, wollen wir mal wieder den Barkeeper mal ausquetschen. Ich fühle mich schlecht, du bist ja überhaupt nicht zu sehen. Aber ich habe keine Ahnung. Doch, come on. Ja klar, die wissen es, weiß ich, wie die Kanickel getrieben waren. Das ist nichts Neues. Oh, jetzt hat der Typ nichts Neues zu erzählen. Ach ja, in der letzten Folge haben wir Captain Kiemel besuchen festgestellt. Das Viech ist gewachsen und es wird mehr Skelett sein. Ja, im Tunnel gelandet. Kenne, der Mann mit den Impfüßen. In seiner Jugend hat er nichts als Ärger verursacht. Als Ausgleich hat er eine Infobörse für jedermann eröffnet. Oh. Soll ich das mal bei dem Bus versuchen, das Spiel? Ich kann es ja mal versuchen. Ich muss aufpassen, dass ich mir das ganze Geld ausgebe. Weil ich wollte noch mal bei den anderen Barkeeper mal ein bisschen auspatchen und so. Sieht ja aus wie dieser Küstenmeister aus der Damentoilette. Ey, hier, ein Spielheimbesitzer mit Ecken und Kanten. Oh, das ist wortwörtlich gemeint. Ich weiß nicht, was er eigentlich ist. Sein Akzent ist ein Rätsel. Naja. Eine ganz abgefahrene Kiste. Ich glaube, du sagst gerade, was er ist. Obwohl, mal ernsthaft, was ist so besonders? Weil, wie ich die immer so sehe, die sehen ja auch nicht so gerade normal aus, aber was soll's. Geno, er spielt beim Profi. Doch heute ist er in der Spielhalle auf der Suche nach einem würdigen Gegner. Er beherrscht alle Spiele, nur nicht das Spiel der Liebe. Wer ist das so? Glück im Spiel, Pech in der Liebe? Dino, ein Spielfan. Er ist immer da, sobald die Spielhalle eröffnet. Er hat hier weit und weit mehr als nur Münzen verloren. Er sollte mit Zocken aufhören. Hey, weißt du das Neueste? Die Welt geht unter. Das darf nicht sein. Nicht bevor ich in der Highschool-Liste stehe. Dafür habe ich jetzt sogar meine Island an Kritik aufgenommen. Das ist meine letzte Chance. Die Zeit ist reif. Jetzt ist Schluss mit lustig. Spür meinen Zorn. Wer soll den Zorn spüren? Ja, kannst du die Bank so einfach mitgemacht oder bist du beim Kritiker? Ja, ja, dann hoffe ich, dass das gut wird. Oder ansonsten bist du am Arsch. Auf die Spiele hier fangen an, mich zu langweilen. Wir sind wie die. Macht Spaß, solange man so gesehen ist. Aber solange man gewonnen hat. Ich weiß, ich gehe vor, dann auch jetzt bestimmt was Neues und Aufregendes. Ja, zum Beispiel die Bibel. Spiel ist wie die Bibel? Dude. Und man merkt, das ist gar keine Ahnung. Oh. Ja, mal sehen, ob ich es mit links kann. Ja, ich... hier geht's darum, hier die ganze Kugel abzuschießen. Alter, kann es sein, dass ich mit links nicht schießen kann, richtig? Das wäre aber witzig, weil ich bin linklich Linkshänder. Aber ich habe den Anschatten irgendwie immer in der rechten... Oh! Aufpassen, nicht den Pilz erschießen, Leute! Das wäre keine gute Idee. Ach ja, jetzt habe ich ja sozusagen Dauerfeuer. Ja, exzellent, ja. Eigentlich kann ich solche Spiele gar nicht spielen. Warum sind die witzig jetzt? Hau ab! Da kommt doch gleich ein Ärger, ja. Hallo? Gut.
Ja, jetzt kommt. Jetzt. Oh, verreise. Jetzt kommt eine Welle. Oh, haut ab. Wie gut, dass ich nicht Luigi bin. Er wird schnell davonlaufen, obwohl er ein verdammt guter Buu-Jäger ist. Ja, Luigi Mansion 2 ist mein Lieblingsspiel. Außerdem, der süße Schnuffel. Oh, diese gefährlich. Ja, ich mein, Walter Pinscher. Ja, jetzt geht's los. Scheiße, ich hab nur an den. Ja, gut, ich hab Müll. Ich glaube, die Violetten sind angriffslustig. Sind nämlich angriffslustig. Aber. Manchmal treffe ich nicht! Oh, ja! Toll, ich hab den Buu-Ea! Super! Ich hab... Toll! Ich hab den Tod getötet! Ihr wollt jetzt sagen, ich bin erst in Runde 3? Scheiße, ich hab nur ein Leben! Ja, lass dich doch treffen, Arsch! Was schieße ich hier eigentlich? Würde mich echt mal interessieren. Toll, ich hab ihn schon wieder erschossen! Wow, scheiße, jetzt hätte ich echt die Munition gut gebraucht. Den Schnellfeuer, aber ich hab ihn tot erschossen. Ich hab einen Tod erschossen. Das ist nicht gut. Da krieg ich Punktabzug. Wow! Scheiße! Auf mich zu überlecken! Ihr seid ekelhaft! Scheiße! Die überlecken mich! Naja, ich hab's. Puh, Hammerprügler. Das ist ja hinsichtlich. Nee, vergiss mal nicht. Das ist so meine Neuigkeit. Das ist mein Fall. Ich hab den geschossen. Ach ja, Dino ist ja ganz normal. Und einfach den Typen mal. Nein, beenden wir mal. Wo war denn nochmal der Held abgelegt? Der war auf diesem Weg, der 6. Welt abgehauen ist, weil er mit dem Schwarzschwein-Kresse gekriegt hat. Ja, Held ist eigentlich das falsche Wort. Er war eigentlich mehr so ein Abenteurer. Jetzt sag lustig, dass du auch noch nie Sapanias Cooper-Tee versucht hast. Trink und dir wächst ein grüner Auge. Auge des Glücks? Warte, war das so richtig? Ein grüner Auge des Glücks? Ich hab das in grüne Auge gelesen. Jedenfalls musst du diesen Tee probieren, wenn du ein Cooper-Blatt findest. Oh. Ach, mit dir hab ich das schon. Ja, mit dir hab ich ja schon geredet und. Sie liebt Süßes und ist ein Riesenpersonal. Sie selbst macht auch Dessert, verputzt sie aber alle selbst. Naja, dazu ist es ja da, dass man Dessert verputzt, oder? Ach, ach du! Hast du einen Moment? Gut, vielleicht auch zwei Momente. Mein Freund ist toll! Er ist ehrlich nett, macht Dauernd Geschenke.
Aber er verrät mir einfach nicht, wohin er seinen Lebensunterhalt verdient. Soll ich ihn nachgehen und sehen, wo er arbeitet? Falls ich heute Morgen frühstücken wollte, war er weg. Warum gerade jetzt, wo jeder davon spricht, dass die Welt endet? Ach, Schatz, hör mal, Blake, hast du es noch im Himmel gesehen? Was war mit mir nochmal? Es ist Heike, sie ist eine junge Sängerin, von der man noch viel hören wird. Wenn die Welt nicht untergehen würde, sie hat Talent und eine kristallklare Stimme, macht Zuhauer. Zuschauer, nicht Schuhe, die Zuhauer, die haut sie nicht. Verdammt, ich habe mir gerade so automatisch Betty vorgestellt, scheiße. Jeder hält sie für jung, aber nicht mal ihr Freund kennt ihr Wachs, Alter. Warum sagtest du denn, dass du eine Sängerin nicht bist? Der Himmel ist so dunkel, Oma. Was wird denn jetzt geschehen? In all meinen Jahren habe ich gelernt, dass man nicht pessimistisch sein darf. Alles kommt in Ordnung, wird die Zeiten vergehen. Daran musst du glauben, euch verzügen. Das ist Theresa. Sie ist Sonjas liebenswerte Großmutter. Sie hat eine dunkle Vergangenheit. Man nannte sie einst Messer Theresa. Oha! Ja, okay, war sie in so Mädchengängen und sowas in der Art? Oder eine Attentäterin? Also, so eine Assassine. Sie hat viel erlebt. Doch kaum etwas davon ist sie für zartgemütige Zeit müde. Also doch Assassine. Das ist Sonja, ein kleines Mädchen, das viele, viele Fragen hat. Sie glaubt in ihrer Kreativität, dass ein langes Spiel auch immer glücklich ist. Naja, es ist ein Kind. Ach, Silber, eine Ahnung, da haben wir doch den Typen, der davon gelaufen ist. Das ist Veronikus. Er war mal ein Abenteuer und weiß viel über andere Länder. Oder wie man schnell die Beine in die Hand nimmt. Er hat sich zur Ruhe gesetzt, aber manchmal bringt er einen Duft Erinnerung. Was? Was für ein... Aber manchmal bringt er einen Duft Erinnerung mit sich. Achso. Hallo. Du riechst nach dem Bösen? Diesen Geruch habe ich halt ewig nicht mehr... gerochen. Bist du? Ich, der Unikus, reise herum, bekämpfe das Böse. Ich denke, du hast dich in zur Ruhe gesetzt. Aber ich hatte genug davon. Ich will dich nicht langweilen. Wenn du magst, kannst du mich gerne entdecken. Okay, ich rieche zwar nach Bösen, aber er will mit mir trotzdem. Cool. War wirklich überall. Er war wo bei den Kindern, die ich sehe. Seine Nähe von Dämmertal, wenn ich mir diese komische Straße da ansehe. Wir erinnern uns, wir haben eine kaputt gemacht. Ach, und mussten dann halt das zurückzahlen für 1 Million Rubine. Obwohl, es war eigentlich nicht mies. Da muss irgendwie Konrad über den Weg gelaufen sein, der hat so ein Bio und er war im Weltall. Ich kann das Bild ansehen. Sieht nicht aus wie diese. Ja. Teleporter oder wie man das nennen kann. Kennst du Flip? Ich verrückte Sachen, die sind toll. Selbst jetzt am Ende der Welt macht er den Laden nicht dicht. Wenn du Interesse hast, solltest du dich auf die Suche nach ihm machen. Hm? Und wie heißt du, Dude? Fabio, er sieht sich gern Schaufenster an und schaut sich die Läden um. Er geht in die Geschäfte der Stadt und starrt nur die Waren an. Die Ladenbesitzer fürchten ihn, hinter doch zahlen den Kunden Geld vom Platz weg. Was ist denn so Schlimmes, wenn man sich die Ware anguckt? Mach ich auch manchmal sehr gerne. Hallo, willkommen in meinem Laden. Lebe den Traum. Lebe deinen Traum. Traum, Traum, Traum. Oder wie geht es dir vor dem Mund? Ach, egal. Die ersten zwei Staffeln sind nicht so prickelnd. Die dritte, da wird's richtig gut. Meine Karten sind passend in die Tasche. Bist du das erstmal hier? Was dann? Die Welt stellt vor uns ab, aber jetzt interessieren wir uns für Karten. Also dann, heute haben wir unsere Karten, Taschen und Fangkarten.
In deiner Kartentasche findest du eine einzelne Fangkarte. Du weißt man auch nicht, wer hier alles ist. Das ist spannend. Die Fangkarten kannst du nicht hinkern, aber mach mit deiner eigenen Karte. Und du kannst sie nur einmal ansetzen, weil die Gegner sind zu stark dafür. Wenn du Karten hast, die du nicht brauchst, kannst du sie mir verkaufen. Das ist aber an dich frei, verehrte Postkunde, soll es ja mal. Nein! Was kann ich an diesem wunderschönen Tag machen? Kostet die geheimvolle Kartentasche was? Deine Tasche? Dann. Oh. Das macht 10 Münzen, das ist zu viel für ihr. Ich habe aber wirklich gekostet. Die Tasche war dunkelstark. Nimm die Karte, sie ist dein. Du bist nervend zu deiner Kartentasche erneut gewachsen? Nein, so viel Geld war jetzt auch nicht. Wäre mit mir. Mal sehen, kann ich irgendwelche. Ja, ich weiß, dass sie. Das ist eine Karte, die du brauchst. Ach, ich hab ihn. Alles sammeln. Ach so, das sind Münzen. Ich kriege aber bei manchen Würz eine Münze. Nee, lass mal lieber. Wenn ich so Karten doppelt, ist hier für den Kauf. So. Moment mal, ich habe für diesen Typen zu scannen. Olibaba, der Besitzer des Kartenlands. Nach der Schule steppt hier der Bär. Die Kinder sind laut und tratschen alles, tatschen alles an, aber Olibaba wird nie sauer. Was mich eigentlich so stört, sind eigentlich Kiddies, wenn. Obwohl, das machen ja nicht nur Kiddies. Wenn ihr einfach so zum Beispiel Mangas nehmt, die lesen, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber so auseinanderreißen, das ist schon zerfallen. Das muss nicht sein. Wenn man das macht, dann wieder ordentlich hier zu packen. Einfach jetzt ordentlich packen. Einfach so zum Stapel. Oder unter einen Stapel schieben. Da wird das nämlich schon platt gedrückt und der Kunde ist wirklich wieder gekauft. Das ist so. Nein, oh, das hab ich schon. Mal von den Kursionschroniken, jemand hat mir diese Idee geklaut. Ich habe keinen davon erzählt. Wie konnte das also geschehen? Bis ich das weiß, dachte ich, werde ich untergehen. Ach, bist du nicht der Typ? Das ist ein Schriftsteller, der sagt, dass ich halt auch seine Existenz. Er schreibt gut, aber so langsam, dass seine Bücher nie veröffentlicht werden. Er hat ja nur 30 Jahre durchgehalten, zu überlegen. Er ist arm und kocht mit einfachsten Mitteln, aber das ist beneidenswert gut. Was könnte ich jetzt eigentlich noch machen? Einfach da hinten. Ach nee, das war ja der Typ. Schnell. Das war ja. Ich habe ja noch das Haus gehen, wo ich hin wollte, und da fiel mir nach, da war ich ja schon. Das Rätsel war einfach super einfach. Aber erstmal drauf kommt, ja? Einfach nur, immer nur einmal den Block. Dann hält man wirklich. Oh, Schalterrätsel und probiert es einfach so aus, aber nicht, dass man einfach. Ja. Dass man einfach. Einfach dagegen hüpft. Springen muss. Also von rechts nach links. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich dachte, ich muss es wissen. Man sagt, von langer Zeit hat er einen Abenteuer. Aber er hat seinen Partner verloren und den Abenteuer aufgegeben. Ich weiß nicht, was dieser Abenteuer jetzt macht. Aber ich habe gehört, dass er seine alten Schatzkarten hat. Er muss irgendwo im Untergrund einen Laden haben. Ach so. Also. Was ich sagen wollte.
Es steht ja einfach nur einmal gegenhauen. Stand da. Nur ich dachte, ich müsste das und so eine irgendwie eine Kombination eingeben. Dabei war es nicht. Einfach nur von rechts nach links gegen jeden einzelnen Blocker und das war's. Und da ich mit dir gesprochen habe. Ich muss gerne. Flaubel, der Träume, er hat gerne Tagträume. Er lässt sich auch von Elmer von Fernländern erzählen. Er mag keine Abenteuer. Er träumt nur gerne von ihnen. Garamond, ein weiterhin bekannter Bestsellerautor. Er schreibt so schnell, dass man munkelt, es gäbe mehr als ein von ihnen. Er ist mal erschienen, schreibt er. Es gibt nur eine Handvoll Personen, die besser sind. Genauso wie das viel von uns. Ich bin ein Flash-Editor, mein Kopf ist voll erregend. Jetzt habe ich schon Manuskripte für 10 Jahre abgegeben. Mir ist langweilig. Ich könnte ein paar meiner Ideen mit ihr teilen. Sie kommt ganz zufällig. Mein Träumer schreibt mir ein Typ, der aussieht wie ich und gibt sie mir ein. Passiert, oder? Aber in letzter Zeit sieht er ein bisschen Stress aus. Tja, kein Wunder. Als Typen gibt's wirklich. Das ist nämlich der um seine Existenz kämpfen muss. Wie hat Melon gesagt bisher, Nerloom? Flip und Flop sind miteinander verbunden. Hi, wie ist hier mein Partner? Künstler Hoffen. Das erste Mal hier? Also ich habe hier gegen keine Superfangkarten. Gegen halt krass fett mit Bildern und Tricks und so. Je seltener eine Karte, desto mehr Münzen musst du rüberschieben. Mit einer Superfangkarte kannst du Gegnerkarten verwandeln. Die sind echt nicht übel, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Außerdem kannst du hier auch Karten verkaufen. Ich stelle keine Frage. Bist du dir so meine? Nein. Hey, boah, bist du scharf. Funktion? Also ich habe hier gegen Gegner und so. Gegner sind krass. Ach, ja. Naja, das ist meine Liste. Nein. Mach's gut, komm mal wieder vorbei. Guck, dann scannen wir mal den Typen und dann mach ich mal wieder Schluss, weil ich ein bisschen die Zeit aus dem Verloren, obwohl der keine Rand geklingelt hat. Das ist. Ach, ich hab gerade gedacht. Ich hab mich gerade gewundert, wieso heißt der Typ genauso wie mein Wurfelmix? Ach so. Gescannt. Simba, der Besitzer des Spielkartenladens. Er spielt lieber mit Karten, als sie zu sammeln. So, Leute. In den nächsten Parts geht's weiter. Also, sehen wir dann eh.